Zutaten für 4 Personen 2 und Rucola 1 und Dill 1 Handvoll essbare Blüten, Klammer auf zum Beispiel Buretsch, Kapuziner, Kresse, Orangen, Tagetes, Ringelblume, Klammer zu, 4 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Weißwein, Essig, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, Zubereitungszeit, 20 Minuten 1, den Rucola verlesen, putzen, waschen und trocken schleudern, den Dill abbrausen, trocken schütteln und die Spitzen abzupfen. 2. Den Rucola, den Dill sowie die Blüten, mischen und alles in Schalen anrichten. 3. Eine Vinaigrette aus Olivenöl, Weißwein, Essig, Salz und Pfeffer rühren und dazu reichen. Essbare Blüten bringen nicht nur Farbe in ihren grünen Salat, sondern auch Aroma. Die Blüten der Orangentagetes schmecken, wie der Name schon sagt, nach Orange. Kapuzinerkresse bringt Schärfe in ihren Salat. Sie hat rote oder gelbe Blüten. Die unreifen grünen Samen können in Essig eingelegt und wie Kapern verwendet werden. An Gurke erinnert das Aroma der blauen Buretschblüten. Die frischen Blätter können Gemüsegerichte verfeinern. Im Gegensatz zu Orangentagetes, Kapuzinerkresse und Buretsch, die ursprünglich aus Mittel- und Südamerika bzw. Kleinasien stammen, ist die Ringelblume ein europäisches Gewächs. Schon in der Antike wurde sie wegen ihres gelben Farbstoffs als Ersatz für den teuren Safran hergenommen und als Heilpflanze geschätzt. Weitere Wildkräuter, die sie auf heimischen Wiesen finden können, sind Gänseblümchen, Brunnenkresse oder Knoblauchrauke. Letztere schmeckt zwar wie Knoblauch, verbreitet aber nach dem Verzehr keinen so intensiven Geruch wie dieser.